Herzlich willkommen in unserem wunderschönen Tonstudio. Ich bin Rico, das ist Jens. Wir nennen uns die Testoleros. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr denn einen ehrlichen und seriösen Test haben wollt. Das ist auch das, was wir auf jeden Fall wollen. Bei uns, auf unserem Kanal, geht es darum, Apps zu testen. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben und mal anfragen, was ihr denn gerne getestet haben wollt. Und dann werden wir mal sehen, ob wir das denn testen können. So ein Dildo oder so werden wir jetzt nicht testen. Oder Produkte, die halt über unserem Budget sind, ist auch nicht machbar. Aber ansonsten, also so Apps oder so, was kostenlos ist oder einen geringen Preis hat, können wir natürlich gerne testen. Genau. Und nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren. Genau. Und zwar testen wir einfach aus dem Grund, weil wir uns gesagt haben, die ganzen Reviews, die ganzen Tests, da kommt man dann manchmal an dem Punkt, wo man sich wundert, wie kommen die auf dieses Fazit, auf dieses Ergebnis? Wie können die sagen, dass das gut ist, obwohl das scheiße ist, ja? Und aus diesem Grund, um euch davor zu bewahren, ja, Produkte zu kaufen, die einfach nur schlecht sind und die nicht das halten, was versprochen wird, dafür sind wir da. Damit wir für euch testen, damit ihr auf der sicheren Seite seid, damit ihr wisst, ob es gut ist oder schlecht. Weil wir einfach die Schnauze voll haben von irgendwelchen gekauften Reviews, was da so war. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, was machen Sie denn? Leitet trotzdem oder schreibt einfach eure Kritik in den Kommentaren, weil wir sind ja auch auf euch angewiesen, damit wir auch natürlich sehen, wo ist Bedarf, wo können wir besser werden und so weiter. Ne? Bis demnächst. Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Enrico und ich habe heute... Was wollte ich sagen? PlaySpot Update. Macht das bitte nicht. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht Rewe, gewinnen sie einen Rewe-Gutschein. Ich habe dann ein anderes Gewinnspiel mitgemacht, musste dann ja, verschiedene Fragen beantworten, muss ja Nein klicken, Newsletter abonnieren, ja, Nein und so weiter. Jedenfalls ging das dann irgendwann so weit, dass mir Gutscheine angeboten wurden etc. Nun habe ich das dann aber am Ende, weil es mich genervt hat, abgebrochen und habe gedacht, okay, damit hat sich das erledigt. Dem war aber nicht so, denn ich habe den Tag darauf einen Anruf bekommen, ja, sie haben gewonnen, 500 Euro. Und so weiter und sie können noch das gewinnen und jenes gewinnen, wo ich dann gesagt habe, erstmal, woher haben sie überhaupt meine Daten? Da hat sie gesagt, naja, sie haben doch das und das gemacht. Ich habe gesagt, ja, aber ich habe das doch abgebrochen. Hat sie gesagt, na, das ist egal, die Daten sind trotzdem bei uns eingegangen. Oh, Blödsinn. Und das hat mich schon ein bisschen verwundert. Und des Weiteren habe ich dann im Endeffekt zu der guten Frau gesagt, nein, das brauche ich nicht, möchte ich nicht. Also gesagt, okay, schönen Tag noch. Und seitdem werde ich bei meinem E-Mail-Account von Spam-Mails nur so zugebombt. Also das ist der absolute Wahnsinn. Alleine heute habe ich schon knapp an die 100 Stück und es werden immer mehr. Also, wenn ihr auch das gleiche Problem habt, ich trauere mit euch. Ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen. Für alle anderen, die das noch nicht gemacht haben, hier die Warnung,
Wenn ihr das alles nicht haben wollt, und davon gehe ich mal aus, bitte lasst es sein. Solltet ihr auch schon solche Probleme gehabt haben oder noch nicht haben, dann schreibt es doch mal einfach in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wenn euch das kurze Video gefallen hat. Alter, ey. Dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, das würde uns sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis demnächst. Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Enrico und ich bin heute euer Pilot. Unser Reiseziel heute ist die Website empfohlen.de. Empfohlen.de ist eine Seite, um Produkte zu testen und damit etwas Geld zu verdienen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das alles funktioniert. Empfohlen.de. Das ist jetzt die Website. Ich habe mich schon mal angemeldet gehabt. Anmeldeverfahren ist ganz normal wie immer. Hier habt ihr erstmal die Auflistung, Übersicht, Aufträge, Einstellungen und die Auszahlung. Bei der Übersicht sieht man erstmal seinen Testergrad. Ich bin momentan Premium-Tester und habe schon mal wieder 240 Punkte gesammelt. Mein verdientes Guthaben momentan sind die 37,20 Euro. Guthaben kann man sich auszahlen lassen. Hier sieht man nochmal meine Umsätze. Ich habe schon verschiedene Sachen getestet. Das geht dann los mit zum Beispiel Spieletests gibt es, Scan-Projekte, dann GFK kann man sich anmelden, Lottoland, Lottospiel und Lottospiel Tipp 24. Dementsprechend da insgesamt 37,20 Euro. Auszahlung kann man anfordern. Dann sieht man hier natürlich beliebige Bank, Überweisung bis zu 3 Werktage und Auszahlung erst ab 70 Euro. Man kann neue Aufträge freischalten, indem man die Aufgaben und Aufträge abschließt. Das kann man zum Beispiel hier sehen. Das ist unterteilt in Aufgaben und Aufträge. Aufgaben gibt es kein Geld, Aufträge gibt es Geld. Bei den Aufgaben ist das so, dass man Prämien erhalten kann, mehr Aufträge erhält und besser bezahlte Aufträge, wenn man diese Aufgaben denn macht. Hier steht dann nochmal die Dauer und verfügbar für folgende Geräte. Übrigens gibt es von empfohlen.de nicht nur eine Website, sondern auch eine App. Und die haben das auch gut optimiert für Handys. So, die Aufträge unterteilen sich in verschiedenen Produkten. Hier hat man zum Beispiel Kreditkarte testen, Premium. Bei Premium ist das so, da kriegt man dann diese Premium-Punkte. Sieht man hier 50. Das sind die Punkte, wo ich schon 240 gesammelt habe. Und hier hat man nochmal speziell die Infos, die wir ja gerade gesehen haben, die Dauer, wie hier zu sehen. Und wenn man jetzt einen Auftrag beginnen möchte, muss man sich das natürlich erstmal raussuchen, was man gerne hätte. Nehmen wir einfach mal Website-Test Meinungsort. Wenn man dann auf Auftrag beginnen drückt, hat man hier nochmal die Hinweise, sehr ausführlich. Vorteile, Vergütung. Jeder Auftrag wird handgeprüft und wichtige Hinweise. Das heißt im Prinzip, wenn man jetzt hier auch weitergeht, dann kriegt man hier nochmal bestätigen und dann
sieht man das hier, Mitgliedskonto testen, kostenfreie Registrierung, Umfragen testen, Screenshot machen, ist auch immer wichtig, ansonsten gibt es kein Geld. Das heißt, wenn man diesen Bereich denn erfolgreich auf seinen Laptop sieht oder auf sein Handy, wie auch immer, dann sollte man davon auf jeden Fall einen Screenshot machen und dann hier einfügen. Hier ist nochmal die Fragestellung, wie mache ich einen Screenshot? Das wird einem nochmal richtig erklärt. Sei es jetzt über die Tastatur oder über dem Smartphone. Und hier kann man dann den Screenshot hochladen. Also ist sehr benutzerfreundlich. Ich hatte bis jetzt gar keine Probleme damit. Sehr gut erklärt. Gut, jetzt werden wir erstmal wieder zurückgehen. Hier sind nochmal die Aufträge extra. Und die bereits erledigten Aufträge, wie hier zu sehen. So. Einstellungen, Name, Anschrift und so weiter. Und die Auszahlungen. Hier kann man dann nochmal die Umsätze sehen. Des Weiteren gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Mitglieder zu werben. Jedes Mal, wenn ein von Ihnen geworbenes Mitglied einen Auftrag auf Empfohlen.de erfolgreich abschließt, erhalten Sie 10% von dessen Verdienst. Und das 365 Tage lang. Nicht schlecht, oder? Hier ist nochmal ein Beispiel. Verdient ein Mitglied innerhalb 365 Tagen 150 Euro, kriegt man 15 Euro Vermittlungsprovision. Hier ist nochmal die Möglichkeit, wie man die Mitglieder werben kann. Und hier geht es zum Mitgliederbereich. Also die Website empfohlen.de tendiert momentan zu 5 von 5 Sternen. Wenn sich nichts Gravierendes ändern sollte, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber wir werden erstmal abwarten, wie denn das mit der Überweisung klappt, ob es wirklich klappt. Das ist ja immer sehr wichtig. Und bis dahin werde ich weitere Aufträge machen. Und wenn es denn soweit ist, werde ich ein weiteres Video machen mit dem endgültigen Fazit. Also bis dahin, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und vor allem abonniert den Kanal. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ne? Macht's gut. Bis demnächst. So, jetzt hier willkommen zum neuen Video von den Testoleros. Im vorherigen Video, eines der vorherigen Videos, habe ich euch gesagt, dass ich jetzt Sweetcoin teste und mal joggen hier, weil Enrico kriegt es ja nicht hin, die faule Sau, ja. Und zwar teste ich dazu so ein Laufarmband. Ja, genau, das macht man sich hier so rum und dann kann man ganz normal mit dem Handy joggen gehen. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass das cool ist. Aber wenn es gut sitzt, ist es immer noch besser, als das Handy in der Tasche rumzuschleppen. Und im Sommer hat man sowieso nicht so viel Beil, wo Taschen dran sein könnte. Also so eine Sporthose, meine, sind meist ohne Tasche. Jo, also das wird jetzt mal getestet. Also ich ziehe mir jetzt um. Und nach dem Intro wird losgerannt. Jetzt hier schon rum und werde jetzt mal das Handy darin stoppen. Ich will los, ist kalt und jo, werden wir ja mal sehen, wa? In einer Stunde sind wir wieder hier und dann mal gucken, ob
das denn taugt. So Leute, jetzt ist natürlich schon nach dem Lauf. Ich möchte euch trotzdem noch zeigen, wie denn das Ding bei euch ankommt. Und zwar kommt das hier in so einer Plastiktüte an. Natürlich Amazon-like verpackt in einem riesen Karton. Genau, gibt es hier so ein Bildchen. Dann gibt es hier verschiedene Größen. Hier ist noch extra so eine Schnalle drin. Ich habe die Schnalle genommen, die halt dran ist. Ne? Die hat bei mir vollkommen ausgereicht. Wenn man dicke Arme hat, ja, Muckis oder so, dann kann man hier noch das Ganze verlängern. Und genau, das Ganze ist auch wetterfest, sag mal. Und jo, lässt sich hier, macht man das auf. Hier kommt in das Handy drin. Man kann auch, also ich habe das mal nur abgenommen und so mit meinem Handy rumgespielt, das geht auch. Also wunderbar. Eins ja was blöd ist, ist hier, die Knöpfe an der Seite kannst du halt nicht benutzen. Ja, dann nimmst du das halt raus. Ja. Dann hast du hier noch Löcher unten und oben, damit man beim Joggen oder was auch immer unterwegs auch Mucke hören kann. Ja. Okay. So viel dazu, nur mal kurz gezeigt. Ja, geile Teil. Also, wie viele Kilometer hier ran ist. Man kann sehen, das Ding ist noch dran. Und ich muss sagen, wenn man so ein breites Band hat, sitzt das auch sehr gut. Der alte Mann. Ich habe auch irgendwann, also am Anfang, habe ich noch gedacht, das nervt. Mein Handy ist auch gar nicht so das leichteste. Aber so mittendrin beim Laufen habe ich es gar nicht mehr mitbekommen. Also als Zweien. Ich muss sagen, das ist Preis-Leistung ist, kann man ja nicht meckern. 1A wunderbar. Und das Ding bekommt von mir 5 Sterne. Das ist 1A. Im Gegensatz dazu, wenn ich das jetzt in der Tasche gehabt hätte, das Handy, muss ich sagen, das ist ja kein Vergleich. Das heißt echt Geld, lohnt sich. Ja, fast vergessen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst, Leute. Ciao. Bis demnächst. Moin Moin zu einer neuen Folge von den Testoleros und willkommen zum zweiten Teil auf den soll ich sagen, Schrottplatz. Und zwar geht es um ein Messer von Herbert. Gibt es auch bei Amazon. Einen Link unten in der Beschreibung. Also ich habe jetzt damit 2 Wochen gearbeitet, ungefähr, und habe damit wirklich nur geschnitzt, entastet und leichte Hackarbeiten gemacht. Und was ist passiert heute? Mir ist diese Klinge um die Ohren geflogen. Gott sei Dank ist nichts weiter passiert. Aber man muss sich das mal vorstellen, also Outdoor-Messer, das steckt dann im Prinzip so drinne. So hier. Hier ist normalerweise, hier ist ja ein Loch. So, und ja, wenn da ein Loch ist, gehört ja was da durch, ne? Damit es festhält. Aber wenn ich hier so reingucke, und ich habe da reingeguckt, sehe ich gar nichts. Es hat für mich den Anschein, als wenn das wirklich bloß reingesteckt ist und vielleicht mit irgendeinem Billigkleber verklebt wurde. Und das war's. Im schlimmsten Falle wirklich bloß reingesteckt, fertig. Ja, also normalerweise, wenn hier ein Loch ist, gehört das vernietet etc., verschraubbar, wie auch immer. Ja, das ist Schrott, kann man nicht anders sagen, das kann man total vergessen. Was man hier noch hat, soll wohl ein Glasbrecher sein. Ich habe auch erst überlegt, da mal probieren raufzuhauen. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Wäre mir wahrscheinlich gleich alles um die Ohren geflogen.
Wie gesagt, dieses Herberts Messer €11, 11,50 spart euch das Geld. Schrott. Vergisst es. Kauft lieber was Vernünftiges, nehmt ein paar Euro mehr in die Hand oder holt euch für 15 Euro ein Mora. Keine Ahnung, was ihr vorhabt, wofür ihr das Messer braucht, aber zum Beispiel ein Mora-Messer zum Schnitzen ist top, ja, und kostet auch 10, 15 Euro. Ja, und da, das Messer ist auf jeden Fall das Geld wert und nicht das hier. Gut, so viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch weiterhelfen konnte, mit sowas nicht eure Zeit zu verschwenden und euer Geld zu verschwenden, ja. Okay, wie auch immer, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, Erfahrungen, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Heute zeige ich euch mal, wie man einen Kürbis schnitzt, und zwar in relativ kurzer Zeit. Bevor ich jetzt anfange, erzähle ich euch eben mal kurz die Schritte. Wir nehmen hier oben immer, den nehmen wir hier ab, quasi schneiden ihn mal rum, nehmen alles, was drin ist, raus. Und dann fange ich an, ohne vorzuzeichnen, fange ich an, Gesicht auszuschnitzen. Und genau, mal gucken, ob wir, wie weit wir denn schaffen in 10 Minuten. Brauchen wir dafür diverses Schnitzwerkzeug, habe ich euch auch schon in anderen Videos gezeigt. Was da gut ist und was da weniger gut ist. Ich habe mir schon alles zurechtgelegt. Ja, und hier steht alles hier bereit. Ich werde die Kamera auch gleich ein bisschen kippen, wenn es losgeht, damit ihr seht, was ich hier mache. Und genau. 10 Minuten. Jetzt haben wir 11.40 Uhr. Gut, jetzt ist 50, also 10 Minuten sind jetzt um. So wie er jetzt aussieht, kann man den schon draußen hinstellen und dann eine Kerze drin verlegen. Ich werde jetzt noch ein bisschen was machen, ihn ein bisschen schöner machen, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir 12.32 Uhr. Und ja, also ich habe auch schon keinen Bock mehr. Das muss jetzt so reichen. Ich werde jetzt nochmal nach oben gehen und eh nochmal fotografieren. Im Dunkeln quasi mit Kerze drinne. Jo. Und dann habe ich, lasst mich überlegen,
50 Minuten. Ja, mit Aufräumen jetzt noch und Aufbau, sag ich mal. Habe ich jetzt also eine Stunde gebraucht. Ja, ist okay, wa? Ich auch. Hält ja eh leider nicht so lange, ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Oder gebt uns einen Daumen hoch, besser gesagt. Pardon, Enrico. Und abonniert den Kanal, ganz wichtig. Kanal abonnieren, das ist das Wichtigste überhaupt. Kommentiert mal bitte, wie ihr das anstellt, dass so ein Kürbis länger hält. Meine Kürbisse halten so 4, 5 Tage und dann kannst du die nicht mehr gebrauchen, kannst wegschmeißen, schimmeln. Und das ist ja echt schade. Also auch mein Tipp, 2, 3 Tage vor Halloween. Vorher braucht er da nicht anfangen zu schnitzen. Und genau, also kommentiert mal hier unter dem Video und lasst ein Abo da und ein Like. Und wenn ihr jemanden kennt, dem das Video vielleicht gefallen könnte, dann teilt doch mal. Und genau, bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Moin Moin und willkommen bei den Testoleros. Wenn ihr wissen wollt, das was für euch ist, dann bleibt dran. So, hier haben wir das gute Stück. Das habe ich mir bestellt. Gibt es bei Amazon, wenn ich mich nicht irre, für 11 Euro war zu der Zeit der Preis. Link in der Beschreibung, wenn ihr euch das mal angucken wollt. Aber ich denke mal, wenn ich mit dem Video fertig bin, dann guckt ihr euch das wahrscheinlich an, aber ihr wollt es garantiert nicht kaufen. Und zwar warum? Und zwar haben wir hier einmal eine Zange. Ich sag's jetzt mal Kombizange, weil und Schneidzange bzw. nochmal integrierter Seitenschneider hier, wenn man das sieht. Hier. Also hat im Prinzip 1, 2, 3 Funktionen diese Zange. Ja, das funktioniert. Ich habe es noch nicht so getestet, weil ich Angst habe, dass das Tier mir wirklich wegbricht. Aber so an sich funktioniert das schon mal. Das ist schon mal eine Sache, die funktioniert. Der Clip hier, der geht in Ordnung. Ach hier, ihr seht da schon das erste Problem. Der hier. Der löst sich. Und das seht ihr, kann ich auseinandernehmen. Also normalerweise ist das so, dass ihr, werdet ihr sicherlich kennen, eine Zange, ähnlich einer Rohrzange, Wasserpumpenzange, man nennt das Teil auch, wenn ich mich nicht irre, Engländer, dreht man hier im Prinzip an diesem Rädchen hier und dann kann man das rausdrehen und wieder reindrehen, wenn es denn funktioniert. Und ich drehe und drehe und es funktioniert nicht. Es ist einfach nur, fängt es an zu haken. Also das Ding ist hier Schrott, wie gesagt, das könnt ihr vergessen. Der nächste Punkt, die Bits. Wir haben hier 3 Bits. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie kommt man da ran? Das geht nicht. Das geht nicht und hier gibt es auch keine Klappe etc. oder irgendwas, sondern man muss das jetzt hier mit den Fingern und den Daumen hier irgendwie rausziehen und dann hat man hier 2 Möglichkeiten, 2 Bithalter im Prinzip. Einmal den hier vorne, den steckt man hier rein. Das hält noch ganz passabel, aber ihr müsst trotzdem aufpassen. Also es hält gerade so und dann den hier noch. Ja, der ist normalerweise gedacht, damit ihr dann schön hier arbeiten könnt. Aber wenn euch das immer rausfällt, dann ist das natürlich für ein... Na, wisst ihr ja. Wenn ihr euch mal diesen Bit hier anguckt,
und ihr guckt euch Standard-Bits an, dann werdet ihr ganz schnell merken, diese Bits sind wirklich nur für dieses Werkzeug gedacht. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich dazu überhaupt noch Werkzeug sage, sondern einfach nur sage, dass das Ding ist Schrott und das Ding ist wirklich Schrott. Also, ja toll, der Gürtelclip funktioniert und hier die Zange funktioniert. Toll, das war's dann aber auch schon. Aber es ist nicht nur ein Zweck des Multitools, sondern ich habe ihn nicht gekauft, weil hier alles funktionieren soll. Dieses Tool ist euer Geld nicht wert. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, schreibt eure Meinung in den Kommentaren. Kann natürlich auch sein, dass ihr so eine ähnlichen Multi-Tools schon kennt oder schon ähnliche Erfahrungen mit Schrott gemacht habt. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Also bis dahin, ach ja, und vor allem abonniert den Kanal, ne, ganz wichtig. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst. Wir testen heute eine Grillmatte. Bevor es losgeht noch, ich bin kein Profi-Griller oder Profi-Koch. Oder, ja, ich kenne mich auch nicht viel aus mit Gasgrill und Holzkohlegrill. Ich bin einfach bloß ein ganz normaler Amateur-Griller. In so einer Folie kommt die bei euch an. Mit so einem schönen Bild. Da sind drei Matten drin. 40 cm mal 33 cm groß ist sie. Das schauen wir uns jetzt mal kurz bei Amazon genauer an. Die Grillmatte ist 40 mal 33 cm groß in schwarz, sind drei Stück drin. Dann ist sie noch für den Holzkohlegrill, Gasgrill, Elektrogrill, Backofen und sogar auch für die Spülmaschine geeignet. Und hält eine Temperatur aus von bis zu 260 Grad Celsius. Darauf habe ich natürlich auch penibel geachtet. Also mein Grill hat es dann geschafft, über eine Temperatur von 300 Grad Celsius zu kommen. Und ja, also da musste ich dann halt beim Grillen noch drauf achten. Ja, also Vorbereitungen dazu sind: das Zeug aus der Folie rausholen, natürlich Grill anmachen, ganz normal, das Zeug aus der Folie rausholen, zuschneiden, das ging also auch ganz leicht, einfach mit der Schere zugeschnitten, sobald die Kohle dann soweit ist, einfach raufpacken auf die Grillroste und genau, dann habe ich noch 5 Minuten gewartet, damit es sich auch ein bisschen abwärmt, die Grillmatte. Und dann ging es schon los, dann habe ich angefangen mit Schwein und Hühnchen. Danach kam halt Rind und Lamm. Und also beim Raufpacken oder beim ersten Wenden ist mir dann schon aufgefallen, dass es sehr pfannenartiges Grillen ist. Genau, also da brennt auch nichts an. Jeder, der so eine beschichtete Pfanne hat, weiß, beim ersten Mal benutzen so, da rutscht das Fleisch noch wunderbar über die Pfanne so rüber. Also da brennt nichts an. Jedenfalls nicht, wenn man sich total blöd anstellt. Dann kam für mich das Highlight, das erste Mal Eigrillen. Und das Ding auch wunderbar. Da gab es irgendwie gar keine Probleme. Da ist natürlich Pfannenwender zu empfehlen, anstatt die Grillzange. Ansonsten, naja, man stelle sich die Bilder vor. So, nach dem Grillen haben wir die Grillmatte einfach runtergenommen und auf dem Boden abkühlen lassen, auf unserer Terrasse. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie lange es gedauert hat. Ich habe zwischendurch gegessen. Auf jeden Fall war sie dann abgekühlt und dann haben wir sie einfach nur in den Schuhspüler getan, wieder rausgenommen,
vorher, bevor sie in die Schulspiel, haben wir nur das Gröbste weggenommen. Also war kaum was dran. Und ja, eben haben wir Schulspieler rausgenommen und dann war die auch wieder sauber. Zur Beständigkeit kann ich gar nichts sagen, weil ich sie jetzt erst einmal benutzt habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man die ganz locker 10-mal benutzen kann. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Für mich überwiegen die Vorteile. Ich werde auch nicht komplett jetzt alle Vorteile rauspuzzeln. Ja, also die Vorteile. Eindeutig der Geschmack. Meine Chefköchin hat gesagt, also meine Frau, dass das Hühnchen tatsächlich besser geschmeckt hat als sonst. Vom Fleisch her, nicht von, also sie legt selber ein, aber vom Fleisch her war wohl saftiger. Ein wichtiger Vorteil wäre für mich noch die Gesundheit, dadurch, dass da das Fleisch runtertropfen kann und Öl und das ganze Zeug. Können giftige Dämpfe entstehen, angeblich. Ich bin kein Arzt und auch kein Chemiker. Auf jeden Fall soll es so sein. Und dadurch ist es mit der Grillmatte zu grillen eindeutig gesünder. Dann war der Abwasch, der war, also wir hatten gar kein Problem mit dem Abwasch. Die Grillroste haben wir jetzt auch noch mit in den Geschirrspüler gepackt, aber wäre eigentlich im Prinzip nicht nötig gewesen. Und was natürlich für mich jetzt das Highlight war, ich esse halt ja ein Spiegelei. Ihr könntet das erste Mal mein erstes Spiegelei braten, also war erst ein und einen echten Gag in der WhatsApp-Gruppe. Der einzige Nachteil, den ich hier sehe, ist der Preis. 25 Euro, aber ich meine, dafür, dass ich die jetzt öfters benutzen kann, sind die 25 Euro, also für mich, finde ich, ist es ein Lacher. Eindeutige Kaufempfehlung, 5 von 5 Sterne. Da gibt es tatsächlich nichts zu meckern, außer der Preis. Und jetzt, nee, mir fällt nichts weiter ein. Der Preis von 25 Euro, also. Und wenn man, also auch hier, wenn man wieder Qualität haben will, dann gibt man halt mal einen Zehner mehr aus, ja. In der Preiskategorie jetzt. Ansonsten Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ganz wichtig, Leute, abonniert den Kanal. Abonnieren. Ciao. Bis demnächst. Das jetzt natürlich gut geschüttelt, ne? Lasst uns schütteln die Hände. Nein! Obelix! Nehmen Sie Schmuck? Das nimmt schon auf, ja. Willkommen bei den Testoleros. Wir testen Joy Boy. Joy Boy Teil 1, 2, 3, 4. Ja. Teil 4. Wenn die so eine Idioten sind. Alter. Also Joy Boy gibt es ja jetzt nicht mehr in Bierfüllen, ne? Habe ich ja geschrieben. Ja, Büchsen jetzt. Ja, jetzt gibt es nur noch Büchsen. Habe ich jetzt natürlich nochmal bestellt. Jetzt müssen wir natürlich nochmal prüfen, ob das auch. Noch derselbe Geschmack ist, war. Genau, jetzt habe ich hier ein tolles Probierprodukt. Und dann wird es schon mal aufgemacht. Ja, ich gehe wirklich durch. Die Verpackung ist ja auch kleiner jetzt. Vielleicht ist das günstiger alles. Tja. Hier, Dankeschön für bestellt von die Braumeister quasi. Okay. Ja, schönen Grüße, wa? Schönen Grüße. Dann nimmst du jetzt mal, da gibt es hier so eine tolle Sache noch mit dabei, wenn man sich so ein Probierbuchsen hier bestellt. Ah,
Klinikel, Sticker und was haben wir hier? The Well Bearing Company. Genau, sind also jeweils immer 4 Stück drin von jedem. Den haben wir jetzt natürlich schon rausgenommen, wegen so einem Losstahl. Durstig, ich bin so durstig und hungrig und geil. Aber hauptsächlich durstig, ich bin so durstig. 27 Kilometer, die ich hier mal laufen muss zu Rico, ist halt viel anstrengend. Ah, das sind 3 verschiedene, also das ist, ach das ist ja, das ist das Radler, ne? Dieses gelbe ist das Radler. Genau, Proteinbier plus Zitrone. Also das war der 2. Platz von uns. Genau, Limonade, Zitronengetränk hier. Proteinbier Light und... Was ist das hier? Das ist jetzt dieses, ach so, das mit Vitamin C, das isotonische. Okay, jetzt nehmen wir das erstmal, ja? Also ich kann sagen, genau, das schmeckt auf jeden Fall noch, ob halt was zur Luxe kommt. Und das ist unser Gewinner gewesen. Mhm. Und der mir schmeckt's. Ja, wie gesagt, die 27 Kilometer, die ich immer herhalten muss. Na ja, klar. Darfst du mal nicht so doll auftreten. Ja, das ist hier dein Hochbiss. Ja. Ich schmecke auch keinen Unterschied, ganz ehrlich. Ja, ich finde es immer noch gut. Aber das hier war, glaube ich, nicht so meins, oder? Vitamin C, B12. Ja, das war nur mit 2 Sterne, das Ding mit 2 Sternen. So ein Vitaminbier oder wie das hieß. Auf jeden Fall alkoholfrei. Ist aber klar. Alles alkoholfrei übrigens. So, jetzt für alle, die nicht wissen, wie ein alkoholfreies Bier aufgeht, ist hier eine kleine Kurzanleitung. Ja, so geht das auf. Wie schmeckt mir das Wasser nächstes Mal sehr besser? Ist ja verrückt. Ja, hier merkt man richtig diese Limonade. Ist aber nicht süß, ne? Also das ist wirklich nicht süß. Man schmeckt die Zitrone, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich trinke jetzt hier irgendwie so eine überzuckerte Zitronenlimonade. Also ich muss sagen, es schmeckt sogar besser als aus der Flasche. Ich weiß nicht, ob die da was geändert haben, aber vom Geschmack her hat sich auf jeden Fall nicht geändert, großartig. Außer dass mir das halt hier irgendwie besser schmeckt jetzt das Radler. Die Elbe. Ja, dadurch, dass ich mir die Zähne putzt habe, ist es bitterer. Also jetzt gerade Zähne putzt, ist es für mich so ein bisschen zollbelastiger. So, Pfand ist auf jeden Fall drauf, 25 Cent. Aber ich krieg kein Pfand, ey. Ich hab einen Fehler gemacht. Ist jetzt ein bisschen säuerlich, weil ich mir gerade die Zähne putzt habe. Aber... Hat man aufgestanden, ja. Wir haben es ja auch erst 16:12. Naja. Irgendwann muss man ja mal. So, könnt ihr noch probieren? Boah. Nee. Nee. Das ist nicht so mein. Nee. Ja, nee. Kannst du oft probieren, das ist nicht meins. Bitte nicht. Ihr seid sehr gut erzogen. Das Geschmack, wenn nicht gleich geblieben, wäre besser geworden. Außer natürlich ist halt immer noch ein bisschen uncool. Ja. So, auf jeden Fall. Aber das liegt schon daran, dass unsere Körper einfach mit diesem Vitamin C und alles hier klarkommen. Komm mal, keine Kunden. Damit nicht klar, ja. Haben wir noch nie gehabt. Oder? Vitamin C, ey. Bis demnächst.
Grüße gehen raus an Frank. Herzlichen Glückwunsch, ja, bist jetzt nochmal 5 Jahre lang, wenn du magst, Präsident Deutschlands. Das beste Deutschland, was wir jemals hatten. Frank der Stein, ja. Ja, ich hab hier keinen Internetempfang. Nee, ich auch nicht. Was? Warte auf. Nee, das hier. Lügt doch nicht. Nicht? Wie passiert das? Mach mal ran da drüben hier. Ich weiß nicht mal, wer spielt, Alter. Das ist falsch rum. Nee, da ist richtig rum. Das hängt wie eine Tischdecke. Wieso nicht, wer spielt? Gesponsert wird es von Roundup Unkrautfrei. Das ist mir schon voll. Geil, Mann. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir haben hier extra total geil geschmückt. Heute 23 Uhr auf Pro7 läuft der Super Bowl. Ich würde euch gerne ein bisschen mehr darüber erzählen, aber ich habe hier kein Internet. Ja, ich auch nicht. Das Fenster aufmachen. Kommt die Schwingung durch. Meinst du? Cincinnati gegen Los Angeles. So, und LA ist Favorit. LA ist Favorit und die anderen Cincinnati ist wohl Underdog. Der Underdog. Da sind wir natürlich für den Underdog, ist ja wohl klar. Ja. LA verliert hier. Luschen. Ein bisschen klein, oder? Meinst du nicht? Das ist Originalgröße. So. Ja. Amateurliga oder Kinderliga? Transliga wird das wohl sein. Sternchen. Hm. Ja, genau. LGBTQ+. Da, wo jeder mitmachen darf. Genau. Hier, der höchste jemals bezahlte Preis für ein Super Bowl-Ticket beträgt etwa $30,000. Alter Schwede. Das ist heftig. Also mit die 30.000 Euro würde ich mir dann doch wohl lieber Gold kaufen. Ja. Das sollen wir jetzt an der Inflation ganz gut laufen. Beim ersten Super Bowl 1967 war ein Ticket für $10 zu haben. Ja. In diesem Jahr liegt der Durchschnittspreis bei $4,875. Ja. Beim Super Bowl 50 kostete eine Tüte Popcorn schon umgerechnet 14 Euro. Ein halber Liter Bier 11 Euro. Boah, ist ja wie hier. Normal ist auf dem. Ja, der Tier Oktoberfest lag 2016 bei 10,70 Euro. Alter. Und was ist da bei dem Bier? 0,33, aber? Ey. Na, ein halber Liter steht hier. Ach so, nein. Aber 11 Euro, ey, alter Schwede. Schöne Moratulpe. Ja. Ja, auf jeden Fall. Grüße in raus an Cincinnati, wa? Mach die Luschen außer L platt. Pfeifen. Der Football. Das Spielgerät ist aus Kuhleder gefertigt. Die Chance einer Kuh als Football im Super Bowl zu enden steht bei 1 zu 17.420.000. Ja, wem es auch immer interessiert. Ist eindeutig Kuh. Was sonst? Ein Footballspiel dauert durchschnittlich 3 Stunden. Die effektive Spielzeit, in der der Ball tatsächlich bewegt wird, beträgt aber nur 11 Minuten. Ich möchte wenigstens mal wissen, wie viel eine Werbung kostet. Beim ersten Super Bowl 1967 kostete ein 30-Sekunden-Werbespot rund $40,000. Im Rekordjahr 2016 lag er schon bei $5 Millionen. Wie? Für 30 Sekunden. 30 Sekunden. Was, 5 Millionen? Ja, $5 Millionen. Der in der Produktion bislang teuerste Werbespot stammt vom amerikanischen Autohersteller Chrysler. Den Clip mit Rapper Eminem in der Hauptrolle ließ sich Chrysler 2011 satte $12,4 Millionen kosten. Wahnsinn. Gegessen werden an nur einem Tag 120 Millionen Liter Bier, 1,25 Milliarden Chicken Wings, 55 Tonnen Avocados. Schon
4000 Tonnen Popcorn und 13.155 Tonnen Chips. Der Kalorienverbrauch durch Knabbereien liegt damit landesweit bei 27 Milliarden Kalorien. Deswegen sind die alle so schlank. Während der Halbzeit werden in Amerika 680 Millionen Liter Wasser in der Toilette runtergespült. Am Montag nach dem Super Bowl werden in den USA 20% mehr Schmerztabletten verkauft als normal. Die Krankmeldungen steigen an diesem Tag um 6%. Die feiern alle. Die Krankheit hat in den Staaten sogar eine offizielle Bezeichnung. Super Bowlitis. R&B und Country-Sängerin Mickey Guyton. Kenn ich nicht. Hat R&B und Country? Ja? R&B und Country-Sängerin Mickey Guyton. Ist ja aber doch sehr ähnlich, R&B und Country. Ja, sowas von. Wer kommt zuerst auf die Bühne, kannst du auch tippen. Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar oder Mary J. Blige? Als Favorit gilt Mary J. Blige. Ich wollte gerade sagen, die Dame zuerst. Denke ich auch, ne? Ich breche auch an Fun Facts. Ja, denke ich auch. Bis demnächst. Was hat Bier in der Hand? Was hat Bier in der Hand? Und wir haben jetzt Feierabend. Jetzt haben wir was mitgebracht. Feinste Corona extra. So sieht's aus. Wenn wir jetzt gleich mal testen. Ja, so sieht der Deckel aus, so das Bier. Hier sind die ganzen Zutaten und alles. 4,5%. Genau. 0,355 Liter sind da drin. Zum Wohl. Zutaten sind Wasser, Gerstenmalz, Mais und Hopfen. Aber darf sich tatsächlich Bier nennen, ne? Also ich gehe nicht nach Watti gehen. Aber nach deutschem Reinheitsgebot ist das nicht gebraut. Tja, hier steht's ja. Lass ja, wie ist das? Corona extra. Das ist mehr als nur ein Bier. Es verkörpert den mexikanischen Lebensstil. Weltweit bekannt durch seine hohe Qualität, typisch goldene Farbe und einzigartigen Geschmack. Genieße es eiskalt. Passt. Mit einer Scheibe Limette? Naja, haben wir nicht. Und hole dir die Sonne Mexikos nach Hause. Ja, Sonne. Die fetten Vögel sitzen da mal im Apfelbaum. Wie fett die sind, ey. Was? Siehst du die überhaupt? Die Äpfel? Die Vögel. Ach da, den Ehen sehe ich, ja. Ja, das ist neu, genau, links dann hier. Ganz schön fette Ding, ey, wirklich. Da, stimmt, da ist er. Mexikanisches Bier gebraut in Belgien. Einwandfrei. Und abgefüllt wohl in Bremen. Bitter ist es nicht. Das ist ja eher so total mild. Total mildes Bier. Der Nachgeschmack, den schmeckt man ein bisschen, aber. Ja. Ja. Sehr süffig. Corona ist doch nicht so schlecht, wie alle sagen. Das hat doch die perfekte Größe für so eine S-Bahn-Fahrt, ja. Ja, ist einmal frei. In so ein Sixer hier. Kein Ding. Auf euch. Prost. Aber ich glaube, darauf gibt es keinen Pfand, wa? Nö. Denke nicht. Hier ist zwar noch eine Service-Hotline, aber die ist auch gebührenfrei. Das ist ja super. Das heißt übrigens Corona, weil man, wie man sehen kann, ist da eine Krone drauf und Corona heißt Krone. Tja, die Aufmachung ist natürlich wie ein mexikanisches. Das ist ja mexikanisch.
Erinnert mich auch so ein bisschen von der Aufmachung her an, wie nennt sich das? Salitos zum Beispiel gibt es doch hier. Das ist auch so ähnlich. Oder Desperados. Desperados, ja. Desperados ist sehr bekannt. Da mal in die Kommentare schreiben, ob wir mal Desperados testen sollen. Genau. Das wär's. Schreibt mal rein. Würde mich freuen. Der Six halt auch nicht ewig. Wir hatten übrigens Probleme hier mit Corona-Bier bei uns in Erneuchen zu kriegen. Also irgendwie, wo das so losging mit der Corona-Krise, gab es hier in dem Dorf kein Corona zu kaufen. Wenn man deswegen kommt das Video jetzt auch erst so spät. Zumal man sich mal vorstellt, Corona ist nicht das Einzige, was es hier nicht gab. Ne? Das war ja eine Zeit lang extrem, muss ich sagen. So wie es wirklich dann mal gesagt wird, also Klopapier, nada, nix, niente. Das ist heute übrigens auch schon so gewesen. Ja. Auch mit dem, hier, diese Zebra-Zeug. Da waren nur drei Sachen da und das war aus Altpapier hergestellt, deswegen, also es war nicht sehr vergriffen, dieses Altpapier. Also nicht sehr vergriffen bedeutet jetzt, da waren nur noch drei Packungen da und da habe ich mir dann mal schnell eine geschnappt. Also meine Frau war am Dienstag einkaufen und hat es doch tatsächlich geschafft, Toilettenpapier mitzubringen. Unfassbar. Riecht zwar ein bisschen komisch, aber macht sich gut. Also in zwei Wochen werden wir wohl durchhalten. Also, apropos nochmal Klopapier, als das lustig. Meine Frau hat extra Klopapier bestellen müssen, weil es halt nicht, ja. Was? Ja. Das ist ja unfassbar. Na, ich. Wenn du dann versuchst, für die Kollegen einzukochen, weil du Mittag kochen willst, dann wirst du blöd angeguckt bei Aldi, ja. Ja, warum du denn 10 Tüten mitnehmen willst, wa? Naja. Ja. Ich glaube, das waren 7, 8 Tüten Spätzle und dann, das sind keine handelsüblichen Waren. Dann stehst du da und die Verkäuferin, die glaubt dir nicht mal, ja. Das unglaublich. Na, was mir aufgefallen ist, die ganzen Eintöpfe in den Büchsen und das alles, die Suppen, die waren alle weg, bis auf die ganz teuren Sachen, die gab es noch. Und was gab es auch noch nicht mehr? Fischstäbchen. Es gab keine Fischstäbchen mehr, die waren alle weg. Unglaublich. Ja, das war wie beim Sonderschlussverkauf, kann man sich das bald vorstellen. Du bist da reingegangen in den Laden, die Hälfte war weg. Ja. Also unfassbar. Heute war ich wieder einkaufen für die Kollegen zum Mittagkochen und Frühstück. Und da durfte ich dann tatsächlich meinen Dienstausweis dann vorzeigen. Damit ich es dann. Die hat gefragt, ob ich einen Zettel bei habe. Ja, wahrscheinlich werde ich mir jetzt mal vom Zugführer einen Zettel schreiben lassen. Ja, damit ich auch einkaufen kann. Damit die Kollegen was zum Mittag haben. Ist ja irre. Da verhungert die Feuerwehr fast, ey. Die haben selbst bei Thun. Ich war bei zwei Thunmärkten. Ja, der eine hat gesagt, für Desinfektionsmittel. Die Nachfrage ist um 700% gestiegen. 700%, das ist unglaublich. Ich bin da reingegangen und habe gesagt, in Thun, da habe ich gesagt, pass auf, wie sieht es denn aus hier? Desinfektionsmittel für die Hände und so. Hat er mir angeguckt, hat gelacht und gesagt, wo kommst du denn her? Hast du das nicht gehört? Alter, sagt er, ey, 700% ist das hochgeknallt. Ja, wir haben nichts mehr. Wir haben Engpässe. Hm. Ja, toll, danke. Ja. Das ist ja unglaublich. Macht euch nicht verrückt. Das Leben geht weiter. Na, Gott sei Dank bin ich jetzt erstmal umgestiegen. Ich habe jetzt angefangen, Body Attack zu testen. Das ist so eine Art Diät-Shake, kann man sagen. Bis jetzt bin ich positiv überrascht. Aber gerade mal angefangen, mal schauen, was die Waage sagt. Innerhalb der nächsten Tage. Und da wird es dann auch noch, wenn es soweit ist, dann mal ein Video davon geben. Stehen ja keine Kalorien hier drauf. Tja, warum wohl, wa? Auf jeden Fall nicht Auto fahren und nicht in der Schwangerschaft zu sich nehmen. Genau, dicke Frauen dürfen das nicht trinken. Ja,
dicke Frauen mit ich ins Auto kippen. Langen Haaren. Genau. Das ist halt Brause. Tja, aber dafür 4,5 Umdrehungen, ne? Trinkt sich so weg. Ja. Da gibt's so einen Typ, der testet halt immer Bier. Echt? Und der, ja. Krass. Und der hat halt auch Corona-Bier getestet. Und dieses Corona-Bier, seit dem Video, seitdem hier Corona ganz dolle, seitdem geht das ab, das Video, ja. Unglaublich. Der war auch der Einzige, der war ganz oben, ganz alleine, ja. Corona-Bier, das hat kein anderes, ja. So. Wenn man sich Corona auf und dann stoßen kann. Schön hohe, ja. Mhm. Brutal. So dumm. Du musst mit der Dummheit der Menschen musst du rechnen. Also nicht mit der, nicht unbedingt mit der Dummheit, sondern mit der Angst der Menschen musst du rechnen. Ach ja, komm, ist gut hier. Labert mal. Also Corona könnt ihr kaufen, ja. Kriegt einen Daumen hoch. Mhm. Ich würde jetzt nicht unbedingt zu 5 Sterne tendieren, aber das ist halt Geschmackssache. Na, ich denke wenigstens 4 von 5 Sterne, oder? Ja. Ist realistisch, ja. Na dann 4 von 5 Sterne für Corona. Auf jeden Fall wichtig. Abos. Ja. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Wenn so viel wie möglich abonnieren. Denn je mehr Abos, desto besser können wir unsere Videos machen, gestalten, weil. Kostet ja auch alles ein bisschen was, ne? Nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Ja. Ja. Dann nehme ich jetzt ein Haseröder. Geht nicht so laut. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gebt einen Like, abonniert unseren Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst.